Freund und willkommen zu einem neuen Ründchen. Ich nenne es mal Road to Stockholm. Ich habe ja gesagt, ich werde ab und zu mal die Schweden auspacken und das tun wir heute. Wir sind immer noch auf 3,7, aber ich arbeite gerade daran, dass sich das ändert. Denn es ist zwar ein schönes Battle Rating, aber irgendwann ist auch mal gut. Okay, ich weiß nicht, was bei ihm los ist. Und, upsi, ich werde deswegen die nächste Zeit mal ein bisschen hier weiter grinden, damit wir da einfach mal vorbeikommen. Und dann vielleicht irgendwie wieder so bei 5-0 oder sowas einsteigen. Gucken wir mal. So, was haben wir denn da? Oh, das ist Lee, glaube ich. So, den haben wir. Easy. Und ich bin gespannt, wie es heute läuft. Ich habe tatsächlich die letzten Tage gewollt und ungewollt ein bisschen eine Warthunder-Pause eingelegt. Was vor allem daran lag, wer meinen letzten Stream gesehen hat, dass die letzten Streams wirklich nicht gut gelaufen sind. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mal ein, zwei Tage jetzt einfach gar nicht gespielt habe. Die waren nämlich teilweise wirklich ein Graus. Leute, da ist immer noch ein Gegner. Interessanterweise bei Jay Chris ging es dann wieder. Aber ich habe jetzt einfach mal 3 Tage gar keinen Warthunder gespielt. Und ich habe jetzt auch wieder deutlich mehr Lust drauf. Aber es gibt einfach so Tage, da funktioniert es einfach nicht. Wie ist das bei euch? Also ich habe wirklich, also alle paar Monate habe ich wirklich mal so eine Woche. Da will ich einfach nichts mehr mit dem Spiel zu tun haben. Und das war halt wirklich jetzt nur eine. So, den hab ich. Weiß, dass der direkt hinterm Haus einer steht. Aber ja. Ich bin zufrieden, wie es gerade läuft. Deswegen, ich höre mich jetzt oft über die Vergangenheit zu beschweren. So, den Panzer 4. Er ist ja leider handcranked, das heißt, der Turm ist super langsam. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was mitreißen kann. Aber wenn ich die Karte richtig lese, haben wir eh schon verloren. Aber vielleicht können wir es noch drehen, schauen wir mal. Ich habe jetzt keine Gutscheine auf die Fahrzeuge drauf. Einfach aus dem Grund, dass ich sie alle ausbauen möchte. Denn das hilft ja auch beim weiteren Ausbau des Tech Trees, falls ihr es noch nicht wisst, weil ihr vielleicht noch nicht so weit seid. Für jeden ausgebauten Rang eines Fahrzeuges bekommt ihr Zusatzpunkte auf eure aktuelle Forschung. Das kann schon relativ gut helfen. Deswegen, wenn ihr ein Fahrzeug spielt und Spaß damit habt, baut es einfach komplett aus. Und ihr werdet glücklich sein. Lol. Geht doch. Lol, und der wird von hinten erschossen. Wenn nicht einfach auf dem Feld rumstehen. Kollege. Scheiße, der ist jetzt durchgefahren. Ich habe den gesehen. Da ist gerade einer hier reingerutscht. Oh. Weiß aber nicht, wo der jetzt hingepäst ist. Ich vermute mal, dass er zu C gefahren ist. Ah, da ist er gefahren. Na, knapp, aber wird mir nicht helfen. Wenn der jetzt nochmal schießt, bin ich toast. Ich konnte gerade nicht rückwärts fahren und ich weiß nicht wieso. Ja gut, aber der 105er Schaden ist halt schon so eine Nummer für sich auf dem Battle Rating. Mit was gehe ich denn da jetzt ran gegen? Okay, er ist gerade geplatzt. Ich kann keine Sorgen mehr drum machen. Ja, aber wie gesagt, also die Runde war eigentlich schon ziemlich durch. Jetzt
Leider, muss man sagen. Für mich läuft sie nämlich gut. Für mich läuft sie doch recht gut, ja. Links außen war noch ein Gegner, habe ich gerade gesehen. Wer schießt denn da jetzt auf mich? Du! Komm, zeig dich nochmal. Dann fängst du dir eine. Das war der von außen. Nee, von innen. Von der Stadt aus. Joa. Komm. Ich gebe aber noch nicht auf. Ich gebe nicht auf. Das haben sich die Gegner nicht verdient. Alter, der hat es halt wirklich geschafft. Okay, vergiss es. Vergiss es. Der hat geschossen, okay. Alter, jetzt wirst du halt im Spawn schon komplett zerlegt. Oh, und das ist halt, die SPG ist halt echt ein fieses Teil. Ich hab jetzt nur noch die Anti und die ist kaum ausgebraucht. Ach, guck mal, was da auf unseren Spawn zufährt, ey. So, den haben wir. Am besten verstecke ich mich jetzt hier hinter den ganzen Leichen. Oh, scheiße. Ach komm ey, das ist doch... ja, da kannst du nichts machen, ey. Da kannst du nichts machen. Und ich glaube, das war's auch. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So, für die zweite Runde sind wir quasi auf Heimvorteil-Map. Auf Schweden sind wir gelandet. Und ich habe tatsächlich gerade vergessen, Aufnahme zu drücken, weil ich dachte, sie läuft noch und ich bin schon einmal gestorben. Das werdet ihr nie sehen, also es ist auch nicht passiert. Nee, natürlich nicht. Ich habe meinen SAV gerade verloren, als ich cappen gehen wollte. Deswegen stelle ich einfach nochmal die gleiche Frage. Wie findet ihr die Map? Ist mittlerweile tatsächlich eine meiner Lieblingsmaps, weil sie halt relativ, ja... Ist eine schöne Mischung aus relativ großen Flächen hier zum Beispiel, also schon ein paar hundert Meter, wo du auch mal ein bisschen zielen musst. Und halt Close Quarter Combat. Finde die sehr gelungen, die Map. Und vor allem hast du halt auch den Vorteil, dass im Gegensatz zu anderen Maps die Spawns relativ gut geschlossen sind. Also man wird nicht direkt an einem Spawn erschossen. Auf was schieße ich denn da überhaupt? Keine Ahnung, aber er kann nicht mehr fahren. Und schießen. Nee, fahren kann er noch. Ah, das ist sogar der, der mich eben schon mal gekillt hat, meine Damen und Herren. Tja, Freund. Oh, vielleicht hätte ich auch währenddessen einfach mal reparieren sollen. Hätte sie nicht machen sollen, hätte sie wegfahren müssen. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht, wo er stand. Deswegen hätte er mich beinahe noch ein zweites Mal gekillt. Tschüss. Lol. Oh nein, 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 nein. SPG, ganz schlechtes Timing jetzt. Oh nee, ist gar nicht. Ah, kein SPG. Ist ein 75-46. Macht es nicht besser. Macht es überhaupt nicht besser. Die Italiener sind halt wirklich eine Nummer für sich. Also die können richtig, richtig übel zuschlagen, die TDs im Load hier. Italiener müsste ich ja auch mal weitermachen, aber irgendwie sprechen die mich überhaupt nicht mehr an. Ich weiß nicht wieso. Aber bei denen fehlt mir irgendwas. Ich weiß, ich kann euch allerdings noch nicht sagen, was es ist. Gleich ein ordentliches Turm-MG, weil die sind alle scheiße bei den Italienern. Oder... Keine Ahnung. Also irgendwie... Italiener sprechen mich aktuell im Spiel nicht an. Da finde ich die Schweden interessanter. Aber momentan, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, arbeite ich ja sehr stark am sowjetischen Tree.
Da bin ich gut vorangekommen. Da habe ich noch einige Fahrzeuge zum Freischalten. Also zum Kaufen besser gesagt. Ich habe relativ viel Geld gemacht. Ich bin jetzt endlich mal über 5 Millionen drüber. Das ist bei mir echt eine Menge. Ich hatte, glaube ich, noch nie so viele Silverlines. Aber ich bin gerade echt am Überlegen, welche Fahrzeuge ich genau kaufen soll und welche nicht. Gibt es ja dann doch gehörige Unterschiede. Ich weiß, dass links hier und hier keiner steht. Oder war der das schon? Bin ich hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Nämlich keine Spuren. Nee, dann musste das gewesen sein. Frage ist, was ist mit dem TD passiert? Wenn er nicht draufgegangen ist, wo steht er? Hier steht er schon mal nirgends rum. Da steht ein Wrack übrigens. Okay, der T34 ist sehr vorsichtig. Ach, guck mal. Doch, da steht er. Ich höre gerade aber nur Flugzeuggebrumme. Ich kann nicht sagen, ob hier in der Nähe irgendwo ein Panzer steht. Dude, warum capst du nicht? Hast du zu viele Punkte oder was? Okay. Links gucken und weiterfahren. Ja gut, die Runde läuft ja eigentlich ganz gut für unser Team. Für mich so mittel. Aber für unser Team ist gut. Aber gewonnen ist hier noch nichts. Gut, dann weiß ich jetzt schon mal, wo der nächste steht. Die Richtung muss da stehen. Hier kann man auch mal ganz gut abfangen. Ah, guck mal. Bei B haben sie schon wieder ein bisschen aufgeräumt. Oh oh. Oh oh, ganz schlechtes Timing. Oh, SMK ist halt echt bitter. Ich glaube, das Schlimmere hätte ich jetzt gerade nicht begegnen können. Aber gut, was willst du machen? Ach komm, ein bisschen der Anti. Vielleicht kriegen wir sogar ein Flugzeug irgendwie für die Flinte. Habe ich, glaube ich, mit der Anti noch nie was abgeschossen. Ist halt auch keine gute Flak. Das ist ein schöner TD, aber eine Flak ist es definitiv. Ich fahre jetzt mal mit dem Kollegen mit. Wir sind beide alleine nicht so wirklich stark, aber vielleicht sind zusammen können wir vielleicht irgendwas reißen. Schauen wir mal. Aber ich lasse ihn mal ein bisschen vorfahren. Der muss mein Warning-Marker sein. Wenn er platzt, dass ich noch genug Zeit zum Bremsen habe. Wahnsinn. Ach, warte mal, ich muss mal kurz was ausprobieren. Das war letztens sehr witzig. Ob die das immer noch machen. Nein, sie tun es nicht mehr. Müsste man einen meiner letzten... Ach doch, ah doch, wie wunderschön. Sie fliegen immer noch die Luft.
Ich würde gerade sagen, in einem meiner letzten Streams, ey, das war so verrückt. Die Dinger gehen so ab, wenn du sie einmal zerschießt. Wundervoll. Die haben sie aber anscheinend ein bisschen zurecht gepatcht. Die sind da wirklich in die Luft gegangen, als wären sie mit einem Anti-Gravity-Device ausgestattet. Schade, das geht nicht. Oh doch! Ah, sehr schön. Ach, ja. Ich glaube, wir werden leider niemals einen YouTube-Kanal von NTB Crafter sehen. Er hat nämlich gesagt, er macht nur einen YouTube-Kanal, wenn, oder er macht dann einen YouTube-Kanal, wenn War Thunder bugfrei ist. Ich glaube, das wird niemals passieren. Naja. Aber jetzt hätte ich gerne nochmal was geschossen. KV2, gut, mit dem bin ich froh, dass ich mich nicht anlegen muss. Kann ich mir lustige Dinge vorstellen, als gegenseitig zu kämpfen? ZSU-37. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ach komm. Oh. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg gewesen. Egal. Da ist ein Gegner. Scheiße. Schnell weg. Warten, bis die Kanone wieder besetzt ist. Weißt du was? Hier, Dude, fahr da mal raus. Ah, sehr schön. Hat's schon hinter sich. T-Burg. Weiß nicht, ob ich den von vorne hätte kriegen können. Ich glaube nämlich nicht. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Anti hat nicht so mega viel Pen. Und ich glaube, ich habe auch noch nicht die gute Muni, falls sie andere Muni bekommt. Weil ich bin hier noch nicht oft gefahren. Nur zu Hause? Ne. Da hinten ist jemand. Oh ne, der ist nicht tot. Na gut, Getriebe Tundrekranz. Ja, was halt echt ein Witz, ne? Wie die einen immer fertig machen mit ihren 50 Kals auf dem Dach, das ist nicht mehr feierlich. Das dürfte ein M22 sein, wenn ich das richtig sehe. Sehr gut, der hat's hinter sich. Der ist auch down. Na, guck mal, kriege ich doch noch ein paar Pünktchen zusammen. Auch wenn die jetzt killtechnisch ganz schön mies war, die Runde. Aber sowas passiert halt, wenn man nicht, sich nicht nur in den SAV setzt. Ah, dann war der das gerade Platz ist. Den habe ich gerade noch so das Köpfchen gesehen. Unser Team könnte sich jetzt theoretisch einfach die ganzen Punkte unter den Nagel reißen. Ich würde gerne vom Spawnradar verschwinden. Immer noch nicht. Oh, guck mal, da ist einer anscheinend an mir vorbeigedüst. Der müsste dann aber relativ fix gewesen sein. Das bedeutet, das könnte relativ klein sein. Ist gut. Oh nein, ist ein Heavy. Toll. Ja. Ich werde es trotzdem versuchen. Da zu intervenieren. Bei B sind genug, bei A sind genug, aber bei C haben wir jetzt leider keinen positioniert.
Aber es machen sie schon ganz gut. Die haben an drei Stellen gleichzeitig angegriffen. Oder mehr oder weniger angegriffen. Und einen Punkt, da hatten sie ja schon. Alter, nicht dein Ernst. Scheiße. Das ist jetzt wirklich ein Problem. Ja gut, der andere kommt jetzt von der anderen Seite. Ich krieg den halt nicht weg, so. Keine Chance. Ich kann jetzt halt nur helfen, ihn irgendwie zu disablen. Lass mich bloß in Ruhe, Kollege. Bin gar nicht da. So, jetzt hat er einen Panzer 4 im Rücken. Was willst du? Alter, was macht der Panzer 4? Sehr schön. Okay. Scheiße. Und jetzt kommt ein Flugzeug, gerade wo wir es gelöst hatten, das Problem. Wow. Teamkill. Schön. Ja. Passiert. Derjenige, der ein Teamkill, noch nie ein Teamkill gemacht hat, soll den ersten Stein werfen, ne? Aber scheinbar können wir die Runde doch noch gewinnen. Habe ich nicht mit gerechnet. Und wir haben sie gewonnen. Ich bin stolz auf mein Team. Ich bin stolz. Ich habe ein bisschen was zu beitragen können. Und ja, war eine okay Runde. Macht's gut.